Um den Hintergrund in einem Bild nachträglich unscharf zu machen, gibt es verschiedene Wege. Ein häufiges Problem ist dabei, dass je nach Bild oft ein ungewollter Glow entsteht, praktisch ein Leuchten um die Person herum. In diesem Video zeige ich dir eine Methode, bei der wir dieses Problem beheben, als auch dafür sorgen, dass diese Unschärfe möglichst realistisch aussieht, dadurch, dass die Unschärfe mit größerer Entfernung immer stärker wird. Viel Spaß mit diesem Tutorial. Für diesen Unschärfeeffekt habe ich einmal dieses Bild hier herausgesucht, das natürlich auch in der Beschreibung verlinkt ist. Wir wollen hier also den Hintergrund richtig unscharf machen. Schritt 1 ist dazu, dass wir eine Auswahl für die Person erstellen. Heißt, ich nehme meinen Auswahlpinsel, gehe auf Hinzufügen, an Kanten ausrichten ist aktiv und wir erstellen einfach schnell eine Auswahl für die Person. So, ich habe meine Auswahl fertig erstellt. Je nachdem solltest du anschließend vielleicht die Auswahl hier noch verfeinern. Für mein Bild reicht das. Ich klicke hier meine Ebene an und drücke jetzt den Shortcut STRG J. Durch STRG J entsteht eine Kopie von meiner Auswahl. Das können wir uns hier einmal kurz anschauen. Ich blende den Hintergrund aus. Hier, die Person ist jetzt also freigestellt. Genau das brauchen wir. Jetzt können wir diese freigestellte Person einmal ausblenden. Hier einfach die Ebene deaktivieren und wir klicken wieder die Hintergrundebene an, sodass wir in der weiterarbeiten können. Wir wollen jetzt aus diesem Hintergrundbild die Person entfernen. Und das machen wir folgendermaßen. Zuerst erweitern wir die Auswahl, indem wir oben auf Auswählen gehen und dann hier auf Vergrößern. Die Auswahl können wir hier jetzt größer machen und zwar nur um einen minimalen Wert. Ich gebe hier 2 ein und drücke auf Anwenden. Dadurch wird die Auswahl minimal vergrößert. Jetzt füllen wir die Auswahl mit Bildmaterial. Dazu gehen wir oben links auf Bearbeiten, Füllung und wählen hier dann InPainting aus und können auf Anwenden drücken. Das Ganze dauert einen kurzen Moment, aber dann werden wir gleich sehen, wie dieser Bereich ausgefüllt wird. Und hier sehen wir das Ergebnis. Die Person ist entfernt. Und warum haben wir diesen Schritt gemacht? Ganz einfach deswegen, weil es die Person ist, die für dieses Leuchten, für diesen Glow-Effekt sorgt, der eben ungewollt entsteht. Wenn keine Person mehr im Hintergrundbild ist, kann das auch nicht mehr passieren. Wir können jetzt wieder die freigestellte Person in der Ebene oben drüber einblenden, dann die Auswahl aufheben mit STRG D oder auf Auswahl und Auswahl aufheben. Und jetzt haben wir praktisch unsere Person in einer extra Ebene auf dem Hintergrund. Hier sehen wir es, ist sie nicht mehr zu sehen. Genau das brauchen wir, denn jetzt können wir den Hintergrund perfekt bearbeiten. Wir klicken also die Hintergrundebene an, gehen dann auf die Live-Filter und unter den Live-Filtern suchen wir uns hier die passende Unschärfeart heraus. Was wir nutzen wollen, ist die Feldunschärfe. Je nach Bild kann manchmal schon die gaussische Unschärfe ausreichen. Um aber eine gewisse Tiefe zu erzeugen, wollen wir in diesem Fall die Feldunschärfe verwenden. Einmal die Feldunschärfe aufrufen und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Es ist jetzt so, dass dadurch, dass der Filter aktiviert wurde, ist hier ein Punkt entstanden. Den sehen wir hier, diesen Punkt. Den können wir auch greifen und können ihn versetzen. Ist erstmal egal. Und wir haben hier bei den Reglern dann die Funktion, den globalen Radius hochzunehmen und damit im Endeffekt die Unschärfe zu regulieren. Das heißt, ich nehme mal diesen Regler hier hoch und wir sehen schon, das Bild, also unser Hintergrund, der wird jetzt unscharf. Jetzt ist es natürlich so, dass einfach das gesamte Bild eine Unschärfe bekommt und das natürlich erstmal in diesem Fall hier etwas unrealistisch aussieht. Ja? Die Person ist scharf gestellt, der Hintergrund komplett unscharf. Wir wollen ja eine Tiefenschärfe erzeugen und damit dafür sorgen, dass hier vorne in diesem Bereich das Bild schärfer gestellt sein soll und hier hinten der Bereich, der soll immer unschärfer werden. Deshalb fügen wir jetzt einen zweiten Punkt ein. Das bedeutet, wir können jetzt einfach hier zum Beispiel einmal hingehen mit unserer Maus und hier einfach einmal draufdrücken und dann sehen wir, entsteht direkt ein weiterer Punkt. Und jetzt ist es so, dass wir die einzelnen Punkte einzeln versetzen können und auch einzeln regeln können. Und zwar haben wir hier den globalen Radius, das ist praktisch die Maximalunschärfe. Wir können dann für jeden Punkt einzeln auswählen, wie stark sich diese Unschärfe an diesem Punkt auswirken soll. Und für diesen unteren Punkt hier würde ich das Ganze mal auf 10% stellen. Ja, wir wollen vielleicht so eine ganz leichte Unschärfe hier unten haben. Nach oben hin soll das dann aber immer stärker werden. Und jetzt können wir diesen Punkt hier zum Beispiel mal weiter runtersetzen. Ich zoome hier noch etwas ran. Und diesen oberen Punkt, den setzen wir sozusagen an die Stelle, wo die Unschärfe ihren Maximalwert erreicht haben soll. Und das würde ich sagen, das ist dann so ungefähr hier in diesem Bereich.
Und dadurch entsteht jetzt praktisch automatisch ein Verlauf von sehr unscharf zu ganz leicht unscharf hier unten. Ja, vielleicht darauf achten, dass die Punkte wirklich parallel untereinander stehen. So können wir eben über diese Regler die Unschärfe genau einstellen, wie wir sie haben wollen. Wir sehen jetzt hier vorne ist das Bild noch relativ scharf. Das sorgt eben für einen realistischen Effekt, während es nach hinten hin immer unschärfer wird. Ja, und so würde ich schon sagen, haben wir eine ziemlich realistische Unschärfe für dieses Bild erschaffen. Und vor allem natürlich das Ganze komplett ohne ungewollten Glow-Effekt, ohne ungewolltes Leuchten um die Person herum. Das war's mit diesem Tutorial. Ich hoffe, dass es verständlich erklärt war. Wenn dir das Video gefallen hat, lass gerne ein Like und ein Abo da. Wenn du noch mehr über Affinity Photo lernen möchtest, dann findest du in der Videobeschreibung den Link zu meinem kompletten, ausführlichen Affinity Photo Kurs. Und ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald mal wieder hören in einem meiner nächsten Videos. Wow.